Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen HIIT-Workout von mir. Wir werden 10 Übungen machen, a 45 Sekunden mit 15 Sekunden Pause. Beginnen wir mit den Squats. Ihr stellt euch hüftbreit hin, die Füße zeigen leicht nach außen und macht schön zum Aufwärmen der Beine Squats. Macht das Ganze in eurem Tempo. Die Knie dürfen dabei nicht nach innen einfallen. Oben könnt ihr den Po anspannen. Nur noch wenige Wiederholungen, dann habt ihr es gleich schon geschafft. Geschafft. Die kurze Pause steht an. Erholt die Beine etwas. Es geht jetzt gleich direkt weiter mit einer weiteren Beinübung und zwar den Lunges. Ihr steht mit den Füßen nebeneinander und geht im Wechsel mit dem rechten und dem linken Bein nach hinten. Das ist erstmal von der Balance her nicht so einfach. Versucht euch vielleicht auf einen Punkt zu fixieren. Das Gewicht ist dabei mehr auf der vorderen Ferse. Ihr solltet das auch gut im Po spüren, diese Übung. Die letzten Wiederholungen. Zieht durch und Pause. Ihr könnt euch schon mal langsam auf den Boden setzen. Wir machen jetzt nämlich weiter mit einer Übung für den Bauch. Ich genieße hier etwas die Natur. Es war super, super schön, auf Textel dieses Workout aufzunehmen. Beginnen wir mit den Russian Twist. Ihr könnt die Russian Twist machen, indem ihr die Füße nach oben nehmt oder wenn es etwas leichter sein soll, die Füße auch abstellen. Und das Tempo könnt ihr auch so machen, wie ihr es schafft. Also versuchen so schnell wie möglich oder etwas langsamer. Haltet die 45 Sekunden durch. Geschafft. Kurze Pause. Einmal kurz durchatmen, den Puls etwas runterbekommen. Bei HIIT-Workouts verbrennt man immer sehr viele Kalorien. Weiter geht's mit dem Mountain Climbers. Ihr habt die Schultern über den Handgelenken. Und hier kommt es auch wieder auf euer Level an. Ihr könnt ganz, ganz schnell jetzt die Knie nach vorne bringen oder etwas langsamer, wenn es besser für euch passt. Durchhalten. Die Übung ist wirklich anspruchsvoll, aber ihr schafft es. Es sind nur wenige Sekunden, dann habt ihr es geschafft. Geschafft. Nächste Pause. Genau, entspannt etwas die Schultern. Die Übungen in der Stützposition belasten auch immer sehr die Schulter, aber bringen auch schöne Schultermuskulatur. Deswegen machen wir weiter mit Schultertaps. Ihr seid wieder in der Stützposition und tappt im Wechsel auf den linken und den rechten Arm. Dabei versucht ihr euch so wenig wie möglich zu bewegen. Ihr habt jetzt schon die Hälfte vom Workout geschafft.
zieht durch. Geschafft. Nächste Pause. Für die nächste Übung stellen wir uns wieder hin. Wir legen los mit, ich nenne es mal Hampelmänner, hieß es früher. Jetzt würde ich Jumping Jacks sagen. Und ihr springt auch hier wieder in eurem Tempo. Eine typische Übung, um viel Fett zu verbrennen. Ich mache da, sehe ich gerade, die Beine und Arme immer gleichzeitig auseinander. Geschafft. 15 Sekunden Pause. Weiter geht's mit den Side-to-Side-Squats. Ihr steht diesmal in einem breiteren Stand und geht immer zur rechten und zur linken Seite. Sollte jetzt auch noch mal ordentlich in den Beinen brennen. Findet hier auch euer Tempo. Ihr habt es fast geschafft. Haltet durch. Ihr habt wieder Pause. Nun folgt die letzte Übung im Stehen. Danach geht es nur noch runter auf den Boden. Macht euch bereit für High Knees. Zieht die Beine so schnell ihr könnt nach oben und so hoch ihr könnt. Ich weiß, das ist nochmal richtig, richtig anstrengend. Aber es ist die letzte Übung, die richtig, richtig schnell ist. Also zieht durch, nur noch ein wenige Sekunden. Fast geschafft. Yes! Ihr dürft wieder runter auf den Boden gehen. Das Schlimmste ist hinter euch, glaubt mir. Ich dehne mich auch immer ganz gerne etwas zwischendurch. Wir gehen jetzt in eine Liegestützposition. Und für die, die es schaffen, machen wir normale Liegestütze. Für die, die es zu anstrengend ist, machen wir Frauenliegestütze. Achtet dabei darauf, dass ihr trotzdem genug Gewicht auf die Arme gebt und einfach auf die Knie geht und dann nach unten in den Push-Up geht. Wir trainieren hier den ganzen Körper. Das ist wirklich ein hartes Workout. Ihr schafft es. Es ist die vorletzte Übung. Pause. Die letzte Übung steht an, Leute. Und zwar die Plank und go. Ganz ruhig halten. Ich weiß, alles zittert jetzt ein wenig. Aber das ist die allerletzte Übung und es sind nur noch 30 Sekunden.
Geschafft, das habt ihr super, super gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich sage, bis bald, eure Lia.